Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder einen Wochenreset, was in dieser Woche alles dazukommt bzw. aktiv ist. Zu Beginn, Eisenbanner ist diese Woche da, das heißt, Lord Saladin wäre da mit seinen Beutezügen, die wir abschließen können, die wöchentlichen, die er dabei hat, und eine Questreihe. Das heißt, Eisenbanner ist da. Dann haben wir natürlich noch Eva Levante, die mit ihrem Kekse-Backen-Event immer noch da ist. Das heißt, wir haben die wöchentlichen geresettet und natürlich auch die täglichen. Bedeutet, man kann hier die wöchentlichen wieder annehmen und wieder Kekse backen, Glanzstaub kriegen, doppelte Erfahrungspunkte. Lohnt sich eigentlich schon, das Ganze zu machen, so zwischendurch. Dann haben wir als Dämmerung aktiv Folgendes, und zwar: bei der normalen Dämmerung haben wir See der Schatten, fremdes Terrain und der schwerende Kern. Bei der Dämmerung die Feuerprobe hätten wir Folgendes aktiv, und zwar auf dem Merkur, Baum der Wahrscheinlichkeit. Und das Ganze hätten wir auf Großmeister mit diesen Fähigkeiten bzw. Boni oder Malus drinne. Das heißt, das wäre dabei. Nachher schauen wir uns gleich noch an, was als PvP alles aktiv ist, weil das nämlich auch noch gewünscht wurde im letzten Wochenreset-Video. Dann haben wir hier oben Vorherrschaft, das aktiv wäre. Showdown, natürlich Rumble, Kontrolle, Eliminierung und Überleben wie immer. Und hier natürlich dann Eisenbanner. Klassische Mischung und Privatmatches, wie das eigentlich normal ist. Flashpoint, Flashpoint hätten wir hier auf Titan aktiv. Das heißt, wir können bei Sloan auf Titan den Flashpoint machen, für alle, die das machen möchten. Auf dem Merkur wäre dann natürlich auch die Sonnenuhr wieder geresettet. Das heißt, hier könnt ihr wieder die Ressourcen holen über die wöchentliche. Hast du Fragen? Viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Auf dem Mond hätten wir folgende Albträume aktiv: Albtraumjagd Zorn, Albtraumjagd Isolation und hier unten Albtraumjagd Knechtschaft, falls man die noch bräuchte. Bei der Challenge diese Woche hätten wir hier von 0 auf 100. In der Infokarte ist noch ein Video verlinkt, wie von 0 auf 100 funktioniert, falls man das nicht weiß. Dann hätten wir die Aszendenten-Missionen, beziehungsweise die Aszendenten-Mission, die diese Woche aktiv ist. Das wäre dieser hier. In der Infokarte ist sonst auch noch ein Guide eingeblendet, wie ihr zu dieser Challenge hinkommt, falls ihr das noch machen müsstet. Dann hätten wir auf dem Mars natürlich noch das Eskalationsprotokoll. Das heißt, bei dem Eskalationsprotokoll hätten wir diesen Boss aktiv und da könnt ihr die Schrotflinte holen. Das heißt, die Schrotflinte wäre zu holen bei dem Boss, bei diesem Ogre, falls man das noch machen möchte, beim Eskalationsprotokoll. Ich wünschte, ich könnte mich mehr mit dir zu guter Letzt, aber ich zumindest bei mir auf der Liste, die Abrechnung. Da wäre in dieser Woche die Schwerter, also die Schwerter wären aktiv in dieser Woche, nicht Oryx. Das heißt, wenn ihr da das machen möchtet, kämpft ihr am Ende gegen die Schwerter und nicht gegen Oryx. Auch das wurde gewünscht im letzten Wochenreset-Video, dass ich das noch mit einbinde. Gut, zu guter Letzt schauen wir uns das Everversum noch an, weil das sicherlich auch interessant ist für die einen oder anderen. Und bei der lieben Tess hätten wir hier diese ganzen Gegenstände. Das wäre der Shader. Süßer Auftritt, also ein Spawn. Diese Winterhülle mit den Fähigkeiten. Ich gehe nur ganz kurz drüber. Diese Geste wäre drin, falls man die haben möchte. Ich finde die ziemlich cool, muss ich gestehen. Vielleicht hole ich mir die. Kann man ja für Glanzstab holen, finde ich also ganz nice. Gut, dann hätten wir das alles noch aktiv. Ich glaube, das hat man gesehen, da muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Das sind die Sachen, die man sich für Silber kaufen kann. Ich zeige es einfach kurz. Ich bin nicht groß der Silberkäufer, das wisst ihr ja. Aber für alle, die das trotzdem noch machen möchten. Saisonal haben wir dann das hier drinne. Da kann man ja dann selber kurz drüber gehen. Ich finde das gar nicht so wichtig zu zeigen, weil das ist alles für Silber. Da kann man sich ja selber die Zeit nehmen zu gucken, was man da holen möchte. Ich finde viel wichtiger, dass ich hier noch kurz zeige, dass hier ran ans Boot ist. Das ist die gleiche Geste
nicht. Wie vorhin, alles, das wäre das Schiff. Das sind alles Dinge, die man für Glanzstaub holen kann. Das kann man im Spiel erspielen. Das finde ich noch wichtig, dass man das kurz gezeigt hat. Oder dass ich das im Wochen-Reset-Video gezeigt habe. Das wäre wieder dieser Geist. Hier hätten wir noch einen anderen Geist drin. Und zu guter Letzt hätten wir noch ein Waffenornament für das Schwert. Gut. Das war's eigentlich auch schon von dem Wochenreset-Video. Ganz kurz und knapp, was alles dabei ist. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was ich im nächsten Wochenreset-Video dazu nehmen soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein, damit ich das noch reinnehmen kann. Ich werde das Ganze visuell auch noch ein bisschen besser gestalten beim nächsten Mal dann. Das verbessert sich von Woche zu Woche. Da werde ich dann andere Sachen ein bisschen besser einbauen, damit man es ein bisschen besser sieht, was in der Woche aktiv ist. Gut, lasst gerne Feedback in der Kommentarspalte da. Lasst auch gerne ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.